Ja, tatsächlich habe ich mir auch sagen lassen, dass ich wohl als allererstes direkt mein Knie geschrien habe. Ich habe mir aber ziemlich lange eingeredet, dass es nicht ganz so schlimm ist. Aber wenn wir ehrlich sind, man weiß es genau. Mein Kreuzband ist durch. Eigentlich war mein Knie immer das, was am wenigsten Probleme gemacht hat. Ich nehme tatsächlich jede positive Energie mit und ich finde es auch schön, wie viele Leute sich dann doch tatsächlich gemeldet haben. Würde mich natürlich freuen, wenn ich den Mädels hier auf dem Platz helfen kann, aber so ist es und man muss immer das Beste aus der Situation machen. Wir haben gut trainiert, wir können die hier wegklatschen. Wir wissen nicht, wie sie drauf sind, auch wir ziehen unser Ding durch. Scheißegal, ganz wichtig, dass wir vorhin drauf gehen, dass wir die richtig unter Druck setzen, dass wir die zweiten Bälle auch haben. Und ganz ehrlich, wir sind besser als sie. Wir schaffen das. Und dann ist immer eine scheiße kleine Spitze, Leute. Richtig geil. Auf geht's, kommt. Wir sind da! Team! 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 Auf geht's! Wieder ein Fieber sein! Kira, wieder absetzen! Endlich mal einfach mal den Ball in den Strafraum. Glückwunsch zum verdienten Sieg. Und jetzt können wir so weitermachen. Einfach nächste Woche wieder gute Woche machen und uns das nächste Spiel wünschen. Sehr gut. Manchmal denke ich, ich bin voll drin schon. Dann denke ich manchmal, ja, ich habe noch viel zu lernen. Weil Frauenfußball, klar, da bin ich noch nicht so erfahren. Da muss ich meine Erfahrung noch sammeln. Ich kenne auch die Liga noch nicht so gut. Aber es macht einfach mega Spaß. Und es ist natürlich auch einfacher mit Erfolgen. Das ist ganz klar. Da ist man immer happy. Und ich hoffe, es bleibt so. Und jetzt alle hüpfen! Ich bin ein Familienmensch. Ich habe auch eine Katze, die ich auch sehr mag. Gizmo heißt er. Ja, und den vermisse ich auch, wenn ich jetzt hier bin. Ich bin Hannah Birkner, ich bin 21 Jahre alt und ich habe jetzt hier meine eigene erste Wohnung und bin seit dieser Saison beim VfB Stuttgart. Ich komme ursprünglich aus Aalen und ich spiele schon immer eigentlich auf der Innenverteidigerposition und spiele jetzt auch bei den VfB-Frauen auf der Innenverteidigung. Es gibt viele Leute, die würden mich als stark beschreiben. Andere, die mich im näheren Umfeld kennen, würden mich eher als sensibel beschreiben. Also ich habe, glaube ich, so ein bisschen eine harte Schale, aber im Inneren bin ich eigentlich schon sehr sensibel, muss ich zugeben. Ja. Früher bin ich eigentlich immer nur zum Shoppen nach Stuttgart gekommen und es war immer so was Besonderes. Und jetzt ist es so irgendwie ganz surreal, dass es eigentlich jetzt mein Alltag ist. Meine Eltern, die sind da etwas gespalten, was das Thema Fußball angeht, weil meine Mutter ist schon immer VfB-Fan. Mein Papa ist Bayern-Fan und der hat mir dann auch immer als kleines Kind beigebracht, dass ich sage Stuttgart so und Bayern so. Und dann bin ich immer als kleines Kind zu meiner Mutter hingerannt und habe das immer vor der gemacht. Und ja, jetzt spiele ich halt auch für den VfB, was ganz witzig ist. Also ich würde sagen, nichts ist unrealistisch. Klar ist es noch ein weiter Schritt, aber es wäre schon cool, irgendwann mal da zu spielen, auf jeden Fall, ja. Ich muss sagen, ich werde nicht oft als Innenverteidigerin abgestempelt. Also man denkt nicht, dass ich Innenverteidigerin bin. Ich kann schon gut dagegen halten, muss ich ehrlich sagen. Also ich würde Zweikampf auch als eine meiner Stärken zählen. Vielleicht auch recht gut antizipieren kann.
Aber ich würde sagen, ich habe schon noch, gerade mit meinen jungen Jahren, die Fähigkeit, mich da sehr weiterzuentwickeln noch und hoffentlich dann noch eine bessere Fußballerin zu werden. Gegen Freiburg war es schon so, dass wir relativ spät eingekommen sind. Also wir hatten einfach nicht die Ruhe, es war gleich stressig und viele, da nehme ich mich auch nicht raus, haben einfach waren mit dem Kopf nicht da. Und dann kurz vor der Halbzeit kam ein langer Ball, bin dann ins Laufduell gekommen, habe dann den Ball leicht gespielt und bin währenddessen ausgerutscht und die Gegnerin umgehauen. Aber es sieht halt schon aus, wenn ich sie komplett umhaue, aber da bin ich halt ausgerutscht, während ich den Ball gespielt habe. Ja. An dem Tag hat es mich schon beschäftigt, da ich halt schon die Schuld schon an mir auch gesehen habe, auf jeden Fall. Und danach habe ich dann Corona bekommen und war erst mal raus. Positive Energie, das ist für mich das Entscheidendste für heute. Und ich habe es verloren letzte Woche, das Spiel. Weil ich am Freitag negative Energie reingebracht habe. Weil ich gesagt habe, Sonne, scheiß Woche. Die war krank, konnte nicht trainieren. Viele waren nicht da. Ich habe scheiß Energie reingebracht. Also Mills, Heiko hat eigentlich schon alles gesagt. Letzte Woche Mini-Ausrutscher. Kann immer mal passieren. Guter Gegner. Wir nicht in Topform. Scheißegal. Heute geht's von vorne wieder los. 0-0, neue Chance, neues Glück. Drittes Spiel, dritter Heimsieg. Das ist unsere Macht hier. Wir sind zu Hause. Das ist unser Zuhause, unser Platz, unsere Kabine. Und da draußen muss deren Dingen richtig dran glauben. Die müssen das büßen, was wir letzte Woche nicht gut gemacht haben. Die sind heute fällig. Deshalb geht richtig raus. Holt euch den dritten Heimsieg. Knallt sie weg. Auf geht's, geht raus. Wir wechseln! Anja, versteck zurück! Hör auf! Das tut jetzt nicht weh oder so, das fühlt sich so flammendig an. Ich weiß nicht. Ich bin nochmal der Erste am Ball. Ganz vorne! Maschine. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, dann zeigen wir jetzt. Tatsächlich habe ich nur ein Knacken gehört im Knie. Bin dann total erschrocken. Also es war jetzt kein krasser Schmerz, aber es war direkt taub und instabil. Und klar hat man die ganzen Verletzungen, Knieverletzungen, die wir bereits in der Mannschaft schon haben, im Hinterkopf. Und man erschrickt dann umso mehr, hat umso mehr Angst und ja, gehen einem viele Gedanken durch den Kopf und hofft einfach, dass es nichts Schlimmes ist. Hab ich einen Schlüssel? Die technische Kybernetik, einfach erklärt, Steuerung und Regelungstechnik basierend halt auf der Mathematik. Und das geht dann halt auch zum Beispiel in die Richtung automatisiertes Fahren. Ja, also ich würde schon sagen, dass ich ein Kämpfer bin. In manchen Bereichen mehr, in manchen weniger. Oh ja. Bitte nicht. Ja, wir spielen sogar, also wir spielen auswärts, aber in Stuttgart. Ja, also ihr könnt schon kommen, wenn ihr wollt.
bin jetzt im dritten Semester, ja, im dritten, und dadurch, dass ich jetzt hergezogen bin, fällt es halt mir auch viel leichter. Ich komme öfters an die Uni, ich habe einfach nicht die Wege, ich habe einfach auch mehr Zeit für andere Dinge, weil ich auch gerade durchs Fußball halt sehr eingespannt bin, macht das mein Leben jetzt schon einfacher. Sieht eigentlich gesund aus. Wirklich, kurz mal zurück auf den Rücken. Schau dir mal das Knie mal klinisch an. Du hast keine Vorgeschichte im Knie. Also nee, gar nicht. Null. Das ist die Kniescheibe, das hier. Und dann das, was hier so schwarz ist, das ist schon Bluterguss. Das ist. Okay. Das hat man normal nicht. Ja. Das ist schon auch ein Zeichen, dass da im Knie was los ist. Ja. Jetzt schauen wir mal hier an. Guck mal, man sieht halt echt einen Unterschied. Normalerweise ist das echt ein Strang von hier da nach oben. Also ich würde das schon eher als Kreuzbandriss sehen. Es kann sein, dass da stehen noch einzelne Fasern, aber so ein richtig stabiles Band, das ist mir zu flach vom Winkel her. Das ist zu flach im Gelenk. Scheiße. Also ich finde, es halt von einem anderen ausgegangen. Das ist jetzt komplett durch. Das ist natürlich schon, ja, so ein bisschen geplagt. Ja. Das ist abartig, ja. Deswegen, ja, irgendwie. Also von mir selber hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich sowas mitmachen muss. Ich hatte nie irgendwie Probleme mit den Bändern oder sonst irgendwas, aber klar, kann jeden treffen. Ja. Ja, es ist halt ein Schock einfach, weil ich dachte, dass ich im Frühjahr wieder starten kann, März, April. Wenn es nur ein anderes gewesen wäre, jetzt ist es aber komplett durch und jetzt kann ich wirklich erst zur Sommervorbereitung wieder einstarten. Ich glaube schon, dass es den Aufstieg erschwert, wenn Stammspielerinnen fehlen. Ich hoffe darauf, dass das Team einfach weiterhin kämpft und der Teamgeist dadurch vielleicht noch mehr wächst. Okay. Ich hatte Corona, habe 2 Wochen nicht mitgekickt und ja, da ist man halt schon ein bisschen nervöser, wenn man dann wieder reinkommt. Klar, das ist echt auch nicht einfach, wenn dann jemand anderes daneben spielt, wie jetzt zum Beispiel Nadel, wo einfach erfahren ist und mir auch zur Seite hilft. Und vielleicht muss ich halt jetzt auch ein bisschen die Führungsrolle übernehmen mehr. Habe ich den Schlüssel? Ein paar Leute fehlen hier drin, die haben euch was mitgebracht. Ich bin mir sicher, dass es allen bewusst ist, wie wichtig das Spiel ist und dass es ein weiterer Schritt in Richtung Wiederaufstieg ist. Es ist völlig egal, ob wir gegen Tabellenersten spielen oder gegen Tabellenletzten. Ja, wir haben viele Ausfälle zu verkraften, aber wir haben so eine hohe Qualität in der Mannschaft. Ich vermisse es, mit euch auf dem Platz zu stehen, weil ihr wirklich einfach die geilsten Weiber seid, die man sich wünschen kann. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie scheiße es ist, heute nicht mit auf dem Platz stehen zu können. Nichtsdestotrotz wisst ihr, dass wir alle für euch da sind, dass wir mit am Platz dabei sein werden. Ihr geht jetzt da raus, zeigt denen mal, wer hier zu Hause ist und dass es hier absolut nichts zu holen gibt. Seid laut auf dem Platz, kämpft gemeinsam und siegt zusammen. Fickt die Neuensteinerinnen von unserem Platz weg und lasst die 3 Punkte daheim. Denkt dran, wir alle stehen hinter euch, denn wir sind ein Team. Und jetzt haut sie weg. Auf Leute, kommt! Ja, 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 ja
Bring das Ding rein, gut. Anja! Komm doch da raus, du bist uns nicht anspielbar. Genau so, prima. Perfekt, und jetzt mach was, komm. Ja, ja, perfekt. Gut, Svea. Svea, kurz, kurz. Svea anspielen, gut. Was ist denn los mit dir? Scheiß die Mann in die Hose, ey. Weiter, Svea, weiter. So ist gut, ein Stück weiter. Zweite Ball, zweite Ball. Ja, ist okay, ist okay. Umschalten! Ja! 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 Jawohl! So wichtig. Warte! Geht nicht, Hanna! Geht nicht! Leg dich hin! Leg dich! Na, hey! Leg dich hin! Hey, wir müssen wechseln! Nadi! Komm! Alles ist gut. Alles ist gut, Hanna. Sechser, Sechser, nein! Tiefer! Tiefer, tiefer, ja. Komm! Guter Ball, Nati! Respekt! Ja, gut, Nati! Ja, Nati! Jawohl! Spielende. Der VfB Stuttgart gewinnt das Spiel gegen TSV Neuenstein mit 4 Glück. Viel Glück bei der Ziele. Ich glaube nicht, dass wir denken, das wären Selbstläufer. Gerade will jeder gegen uns, wirklich jeder, wir gegen uns alles geben, weil wir halt einfach das Wappen auf der Brust tragen. Und ich glaube, wir wissen vor jedem Spiel, egal wo der Gegner in der Tabelle steht, dass wir alles geben müssen, um zu gewinnen und um den Aufstieg zu schaffen.